Hallo und herzlich willkommen bei Wattebällchen TVs Frauenpower. Hast du schon mal versucht, mit deinem Hund was zu erreichen? Und irgendwie konntest du es gar nicht richtig in Worte fassen? Oder du hast dir einfach gedacht, ich will, dass mein Hund aufhört zu bellen. Und es hat irgendwie nicht funktioniert? Heute geht's zum Ziel. Viel Spaß! Okay, also, wann immer wir irgendwas erreichen wollen im Leben, brauchen wir Ziele. Weil, wenn wir zum Beispiel mit dem Auto irgendwo hinfahren wollen, wir haben schon alles gepackt, setzen uns ins Auto und dann fahren wir los. Wenn wir kein Ziel haben, was passiert? Irgendwann ist der Tank leer und wir können entweder happy sein mit wo auch immer wir gerade sind oder nicht. Aber wir können nichts dran ändern. Das heißt, wenn wir was erreichen wollen, brauchen wir ein Ziel. Und das ist was, das mache ich mit meinen Kunden immer als allererstes und zwischendurch auch immer wieder, um zu schauen, ob sich was verändert hat. Und was ich immer bekomme, oder immer, aber fast immer, ist sowas wie, na, der soll endlich aufhören mit irgendwas. Und so wie das jetzt, wie sie zu uns kommen ist, hat sie das Gebell von den anderen Hunden immer dazu gebracht, dass sie mitgebellt hat, zum Zaun geschossen ist, Autos verbellt hat, was auch immer. Und wenn ich jetzt im Kopf habe, ich möchte einfach, dass sie aufhört, dann funktioniert das nicht. Ich muss mir vorstellen, was ich will. Das heißt, machen wir ein kleines Experiment. Stell dir mal vor, du möchtest, dass dein Hund aufhört, an der Leine zu bellen, wenn er andere Hunde sieht. Siehst du dann einen Hund bellen? Gratuliere, bist ein Mensch. Und wenn du jetzt was anderes gesehen hast als einen bellenden Hund, dann hast du dein Hirn schon ein bisschen, oder dann hast du dein Unterbewusstsein schon ein bisschen trainiert, das zu sehen, was du willst, und das ist dein Ziel. Das Ziel ist nicht, mein Hund soll aufhören, was zu tun, oder mein Hund soll nicht irgendwas. Das funktioniert nicht, weil unser Hirn versteht kein Nicht. Ja? Das heißt, und unsere Hunde können sich auch nicht verhalten. Das geht nicht. Ja? Das geht nur bei einem toten Organismus. Okay? Das heißt, wir brauchen immer was, was wir machen können. Also wir brauchen immer eine positive Formulierung. Okay? Zum Beispiel, statt mein Hund soll nicht an der Leine bellen oder mein Hund soll nicht mit den Nachbarn mitbellen, könnte ich auch sagen, ich möchte, dass mein Hund, wenn die Nachbarn bellen, bei mir ist und entspannt ist. Sie ist jetzt gerade nicht entspannt, weil sie die Fliegen stören, aber stören sie nicht die bellenden Nachbarhunde, okay? Und das kann ich meinem Hund dann genauso beibringen, weil ich habe vor Augen, was will ich machen. Wo will ich hin? Wie soll das ausschauen? Und genau das kann ich meinem Hund dann beibringen. Das ist auch immer das, wie faires und nachhaltiges Training funktioniert. Den Hund einfach abstellen zu müssen oder zu wollen, kann nicht nachhaltig sein, weil der Hund braucht was, was er machen soll. Das heißt, schreib mir doch mal in die Kommentare, was für deinen Hund und euer Zusammenleben gerade ein Ziel ist. Und wir schauen, ob das ein Ziel ist, das man verwirklichen kann. Okay? Ich freue mich drauf. Ich antworte auf jeden Kommentar. Und nochmal, schau dir an, was du haben möchtest, weil dann kannst du auch dorthin kommen. Wenn du nur siehst, was du nicht haben möchtest, weißt du nur, wovon du wegrennst, aber du weißt nicht, wo du eigentlich hin willst. Viel Spaß beim Training!